Unsere Facebook-Gemeinde an einem tristen Freitagmorgen begrüßt euch Andreas Wild. Dass wir in Deutschland viele Probleme haben, die wir politisch anpacken müssen, dürfte inzwischen dem Letzten klar geworden sein. Ich freue mich als Teil der AfD hier mein Schärflein dazu beitragen zu können. Nach meiner Ansicht ist die Migration die größte Herausforderung, vor der wir stehen, die sich zum Teil aus der Migrationskrise zusammensetzt, also der ungeregelten Hereinnahme von Menschen aus archaischen Kulturen mit zwielichtigen Motiven, die in den letzten zwei, drei Jahren erfolgt ist. Aber zum anderen, und das ist eigentlich so zahlenmäßig das größere Problem, die Migration, die als Arbeitsmigration hierher stattgefunden hat, wo wir immer dachten, ja, wir werden die Menschen korrumpieren, wir werden sie überzeugen, dass die deutsche the German Way of Life sozusagen die überlegene Lebenskultur ist. Das ist uns nicht geglückt. Wir haben Parallelwelten entstehen sehen, wir haben zugeschaut. Wir haben dann versucht, noch mehr Integrationsbemühungen zu machen. Es nutzt alles nichts. Es bilden sich stärkere Parallelwelten und die werden natürlich durch diese Migrationszuwanderung in den letzten zwei, drei Jahren noch verstärkt. Wir haben ja gehört, dass inzwischen kriminelle Banden in Flüchtlingsheimen Leute rekrutieren. Das war absehbar, aber die Politik hat das immer geleugnet, dass diese Probleme bestehen. Wir werden damit leben müssen. Das sind Verbrechen der Regierung, die im Moment an der Reihe ist. Aber es sind auch Versäumnisse, unvorstellbare Versäumnisse, die die Regierungen seit den 60er Jahren gemacht haben, wo man immer klein, kurzsichtig Entscheidungen getroffen hat, ohne in die Ferne zu schauen, zu sehen, dass wir hier Probleme uns heranschaffen, die wir nicht mehr in den Griff kriegen können, eventuell, oder nur mit sehr, sehr viel Aufwand in den Griff kriegen können. Ich möchte Ihnen heute ein Buch vorstellen, das heißt Massenmigration als Waffe von einer Frau Greenhill. Das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, weil es Aspekte anspricht, die wir so in der täglichen Diskussion nicht so stark im Fokus haben. Insbesondere die Erpressbarkeit hat mich sehr beeindruckt. Wir werden als Land mit sozialen Strukturen, mit rechtsstaatlichen Strukturen, in dem Moment erpressbar, wo wir uns einem Ansturm von Einwanderung nicht mehr in den Weg stellen können, weil unsere Regeln so kompliziert sind, dass wir das einfach nicht mehr abarbeiten können. Und dass wir in betrügerischer Weise hintergangen werden können, in einer Menge, die wir uns ja gar nicht vorstellen konnten. Mit dem Bundeswehrsoldaten, das ist ja im Grunde so eine Art Wallraff-Nummer, der stellt sich dahin und sagt, er sei syrischer, was weiß ich, Lampenverkäufer und der wird anerkannt. Das ist ja, also, das zeigt ja, wie ungeprüft hier Menschen ins Land kommen und wie schnell wir hinters Licht geführt werden können. Und selbst wenn der dann abgelehnt wird, dann geht das zum Anwalt, der Anwalt wird von uns bezahlt, dann klagt der gegen uns, das wird alles von uns bezahlt, Gericht und so weiter. Derweil hat er Duldung hier. Also es ist unfassbar, wie wir uns selber mit unseren eigenen Regeln schachmatt setzen. Das müssen wir ändern. Wenn wir das nicht schaffen, unser Regulariensystem den Herausforderungen der heutigen Zeit anzupassen, dann werden wir hier in Deutschland schweren Zeiten entgegengehen. Und ich hoffe, wir können hier das Ruder nochmal rumreißen. In diesem Sinne, bleibt wild, Andreas Wild.